Ja, servus Jonas. Heute dritter Platz für dich beim Kids Rock Boulder Cup nach 2 Siegen im vergangenen Jahr. Bist du zufrieden? Ja, absolut. Ich meine, wäre ich hierher gefahren mit der Erwartung, wieder zu gewinnen. Und das gegen Kilian und Lukas, die ja sicherlich zu den besten Boulderern der Welt gehören. Und da wäre es auf jeden Fall vermessen gewesen. Und von daher bin ich auf jeden Fall zufrieden, dass ich eine gewisse Form zeigen konnte und mich auch ganz gut gefühlt habe, so in den Bouldern, dass ich jetzt guter Dinge in die Saison gehen kann, aber ja, auf jeden Fall zufrieden. 3 Tops im Finale. Woran hat es gelegen, dass du beim ersten Boulder rausgeplumpst bist? Du hast dich ganz schön geärgert, habe ich gesehen. Ja, gut, sicher habe ich mich geärgert, aber es war einfach verplant so ein bisschen und ja, hat einfach nicht gepasst. Aber es war okay, also passiert. Okay, jetzt Weltcup-Saison steht vor der Tür. Wie bist du allgemein fit? Wirst du Weltcups bestreiten? Rechnest du dir eventuell wieder aus, wie im letzten Jahr tatsächlich einen Weltcup für dich entscheiden zu können? Also ich bis zum Wettkampf jetzt wusste ich absolut nicht, wie fit ich bin, weil ich vor einer Woche noch 4 Wochen in, oder 3,5 Wochen in Indien war und da gar nicht die Möglichkeit hatte zu klettern. Habe so ein bisschen was trainieren können, so abseits der Kletterwand. Aber ja, ich hatte einfach keinerlei Möglichkeit einzuordnen, wie fit ich zurzeit bin, und von daher bin ich jetzt eigentlich ja, sehr glücklich, dass es hier doch so gut gelaufen ist, sodass ich dann mit, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, mit guten Dingen in die neue Saison gehen kann. Okay, dafür alles Gute und vielen Dank für deine Zeit.